Spezial. Mein Name ist Erhard Leserer, ich bin Leiter der Akademie am Dom und der theologischen Kurse und ich hätte diese Veranstaltung lieber nicht angeboten, weil wenn es heißt im Brennpunkt Spezial, geht es um etwas, was akut ist, um ein kriegerisches Ereignis. Wir hatten das zuletzt anlässlich des Starts des Ukraine-Krieges, des Überfalls Russlands auf die Ukraine, jetzt eben Gaza, Hamas, Israel. Ja, trotzdem glaube ich, ist es wichtig, in dieser Situation eine Einschätzung der Lage aus erster Hand zu bekommen. Das ist das Ziel des heutigen Abends, dieser Veranstaltung. Mit Moshe Zimmermann, den ich sehr herzlich aus Tel Aviv begrüße, haben wir jemanden, der die Geschichte Israels sehr, sehr gut kennt, der einen wachen und kritischen Blick auf die gegenwärtige Politik in Israel hat und der vielleicht auch Perspektiven für die Zukunft dieses Landes im Umfeld des Nahen Ostens uns heute geben kann. Ja, ich freue mich sehr, dass es diesmal eine Kooperation mit zwei Akademien im Ausland ist, nämlich mit der Paulus-Akademie in Zürich und der Katholischen Akademie in Dresden. Das heißt, ich begrüße Teilnehmende aus Wien, Zürich und Dresden und jeweils darüber hinaus. Zum Ablauf, ich werde mit Moshe Zimmermann so in vier Themenkreisen dieses vielschichtige, komplexe Thema ja, behandeln, besprechen. Ihre Beteiligung ist ausschließlich im Chat möglich. Wir sind also über 100 Personen, da kann jetzt nicht jeder ein langes Statement geben. Bitte Ihre Statements, Ihre Fragen in den Chat schreiben. Magister Oliver Hilles wird den Chat beobachten, die Wortmeldungen bündeln und als Anwalt des Publikums dann gegen Ende in den letzten 20 Minuten etwa die Fragen dann an Moshe Zimmermann geben. Ja, ich habe den Titel noch gar nicht genannt, Israels 9-11, Ursachen und Folgen. Ja, und wie gesagt, Anliegen ist aus erster Hand, zu diesem Thema etwas zu hören. Und ich habe Moshe Zimmermann, der vor 5 Jahren auch schon in Wien persönlich bei einer Veranstaltung war, eben angemeldet und gefragt, ob er überhaupt jetzt den Kopf hat für so eine Veranstaltung. Sagt ja, sehr gerne. Er kennt die theologischen Kurse der Akademie am Dom und wird das gerne machen. Ja, noch einmal zur Ausgangssituation. Die Dinge sind bekannt. Der pogromartige Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober 2023 hat die Welt verändert. Für Jüdinnen und Juden in Israel, aber auch weltweit ist das Vertrauen in den Staat Israel erschüttert. Dieser wurde nach der Shoah gegründet, um Juden aus aller Welt eine sichere Heimat zu bieten. Das ist jetzt eben erschüttert in Frage gestellt. Und wir haben jetzt Krieg in Gaza, Sorge um die Geiseln, die in der Hand der Hamas sind, Angst vor einem Flächenbrand im Nahen Osten und weltweit Wellen von teilweise gewalttätigen Antisemitismus. Ja, wie gesagt, ein sehr, sehr vielschichtiges Thema. Und ich freue mich, noch einmal sage ich es, dass ich den israelischen Historiker Moshe Zimmermann gewinnen konnte für diese Online-Veranstaltung. Er wurde 1977 an der Hebräischen Universität Jerusalem promoviert, ist eben dort seit 1986 Direktor des Richard Köbner Center for German History. Seine Forschungsschwerpunkte sind die deutsche Sozialgeschichte des 18. bis 20. Jahrhunderts sowie die Geschichte der deutschen Juden und des Antisemitismus. Er war vielfach Gastprofessor in Deutschland, Heidelberg, Kassel, Princeton, also Princeton ist nicht in Deutschland, Halle, München und Jena. Er hat zahlreiche Aufsätze publiziert und sich über die Erinnerungsarbeit und über den Holocaust und das Thema Europa ein wirklich großes Ansehen verschafft. Und er hat also für seine Forschungen zahlreiche Preise erhalten. Ja, damit genug der Einladung, der Einleitung und der Vorstellung. Ich darf jetzt mit der ersten Frage beginnen. Das ist also quasi die Einstiegsfrage und dann kommen die vier Themenbereiche. Ja, Moshe, ich habe Ihnen vorgeschlagen, als Titel Israels 9-11 und die Folgen. Sie haben mir dann geschrieben, Sie wollen auch über die Ursachen und nicht nur die Folgen sprechen, mit dem Hinweis, ich bin ja Historiker. Ich habe dann gesagt, es gibt zu den Ursachen, zumindest außerhalb von Israel, de facto ein Sprechverbot.
So musste etwa UNO-Generalsekretär Guterres für seine Aussage, dass der Terror nicht im luftleeren Raum geschehen sei, massive Kritik bis hin zu Rücktrittsforderungen einstecken. Meine Frage an Sie nun: Ereignete sich der Terrorüberfall der Hamas am 7.10. im luftleeren Raum? Zuerst möchte ich mich dafür bedanken, dass Sie mich eingeladen haben, hier dieses Gespräch zu führen mit Ihnen und mit den anderen Zuschauern. Und die klare Antwort auf diese Frage muss die Antwort des Historikers sein. Es gibt nicht so etwas wie eine monokausale Erklärung oder ein Geschehen in einem luftleeren Raum. Alles hat Kontext und ich schicke voraus, kontextualisieren bedeutet nicht relativieren. Die Angst ist vor der Relativierung. Indem man das A erwähnt, dann wird man B relativieren. Das ist nicht die Absicht, das ist nicht die Art und Weise, wie Historiker arbeiten. Wir versuchen, einen Kontext zu erklären. Und in diesem Kontext gibt es mehrere Kräfte, die das Geschehen, die Entwicklung, eine Art von Vektor beeinflussen. Es ist klar, die Entscheidung der Hamas, Israel anzugreifen, war hier eigentlich der Auslöser der Katastrophe oder des Krieges, den wir heute erleben. Das ist eine klare Sache. Aber auch der Hamas agiert nicht in einem luftleeren Raum. Sie haben ein Anliegen, sie haben ein Ziel, sie haben Alliierte, sie haben mehr als einen Gegner und das muss man alles berücksichtigen. Schon mit einer Sache zu anzufangen. Wir leben in einer Welt, die nicht mit der Welt im Jahr 1990 vergleichbar ist. Im Jahr 1990, vor etwa 30 Jahre und mehr, gab es eine Art von Aufbruchsstimmung. Diktaturen sind zu Ende gelaufen, weil eben von unten die Bevölkerung den Wunsch zum Ausdruck gebracht hat, diese Diktatoren loszuwerden. Es geht vor allem um die Sowjetunion, um die Staaten des Warschauer Pakts, aber auch andere. Das heißt, das war eine Zeit, wo man dachte, die Demokratie, die liberale Demokratie, ist eben die Gewinnerin der langen Geschichte. Man sprach sogar vom Ende der Geschichte, End of History, das war die Parole, weil eben nur die liberale Demokratie am Ende blieb, angeblich. Das hat sich alles jetzt, 30 Jahre später, radikal geändert. Also wir leben nicht mehr in einer Zeit der liberalen Demokratie. Wir leben in einer Zeit, wo autoritäre Regime sich durchsetzen. Autoritäre Regime wissen besser Bescheid, wie man mit Macht, mit Gewalt, mit Waffen umgeht, die sind jetzt diejenigen, die die Maschinen der Geschichte bewegen. Liberalismus ist verdrängt oder marginalisiert, ist mindestens in der Defensive. Fundamentalismus ist eigentlich die Parole, egal ob wir vom Islam oder vom Judentum oder zum Teil auch vom Christentum sprechen. Fundamentalistisch denkt man überall. Das ist eine Atmosphäre, das ist eine Umgebung, das ist ein Umfeld, das ganz anders aussieht als im Jahr 1990. Die Entscheidung von Hamas anzugreifen, die Entscheidung von Hamas, Israel auf diese Art und Weise zu überfallen, hat mit diesem Umfeld, mit dieser Situation auch zu tun. Man hätte so etwas nicht vor 30 Jahren riskiert. Das heißt, wir haben hier schon mehrere Elemente im Spiel, die erklären,
nicht nur weshalb die Hamas Israel angegriffen hat, sondern auch weshalb gerade jetzt und nicht früher. Mehr, also ich habe jetzt also von Entwicklungen gesprochen, die weltweit die Gemüter beeinflussen, aber auch der Charakter des Konfliktes im Nahen Osten mit dem Zentrum Konflikt zwischen Israel und Palästina hat sich in den letzten 30 Jahren auch grundsätzlich geändert. Vergleichen wir die Atmosphäre, die Bedingungen genau vor 30 Jahren, als Israel mit den Palästinensern ein Abkommen, das Oslo Abkommen, unterzeichnet haben. Das war die Zeit, wo man davon ausgehen konnte, dass der Frieden zwischen Israelis und Palästinensern möglich ist. Jetzt, 30 Jahre später, ist von diesem Oslo Abkommen nichts mehr oder kaum etwas mehr übrig. Die Stimmung auf beiden Seiten hat sich radikalisiert, extrem radikalisiert. Das heißt, wir haben hier wieder ein Umfeld, in dem so etwas möglich ist. Wie gesagt, ich habe hier nichts relativiert, ich habe nur versucht zu kontextualisieren. Wir befinden uns in diesem Konflikt. Dieser Konflikt hat seinen Gang genommen. Eine entscheidende Unterscheidung muss man machen zwischen dem, was im Jahr 93 geschah und was im Jahr 2023 geschieht oder geschehen kann. Also das sind einige Elemente, die man berücksichtigen muss, um zu erklären, wie es dazu gekommen ist. Und zum Schluss noch zu dieser einleitenden Bemerkung. Auch die Europäer, die vielleicht aus der Ferne auf diese Entwicklung schauen, der Nahost scheint ja so fern zu liegen. Auch die Europäer befinden sich im Jahr 2023 in einer ganz anderen Situation als noch vor 30 Jahren, aber selbstverständlich auch anders als vor 100 Jahren oder 120 Jahren. Es gibt Krieg in Europa. Die Europäer sehen den Krieg zum ersten Mal wieder, also ein umfangreicher Krieg in Europa, im europäischen Raum. Es begann ja im Jahr 22. Das, was jetzt in Israel passiert, ist ein zusätzlicher Krieg. Und beide Kriege zeigen, dass Europa nah dran ist, auch von einer kriegerischen Situation in Anführungszeichen angesteckt zu werden. Das heißt, wir sind in einer Zeit, in der so etwas, ein Überfall, ein sehr grausamer Überfall auf Israel, einen sehr breiten Hintergrund hat, vor dem so eine Entscheidung getroffen werden konnte, die Entscheidung der Hamas, Israel auf diese Art und Weise anzugreifen. Ja, vielen Dank für diese doch breite, aber sehr aufschlussreiche Einbettung. Meine erste Frage geht jetzt um die Situation in Israel. Wie ist die Stimmung in der Bevölkerung? Wir hatten ja vor dem 7.10. große Protestbewegungen gegen die Justizreform der Regierung. Das heißt, es wäre die erste Phase davor, dann unmittelbar nach dieser Terrorattacke. Und wie sieht es jetzt aus? Angesichts des Krieges, der sich breit macht. Also wie immer, wenn es Krieg gibt, gibt es eine Art von Schulterschluss. Wir müssen alle zusammen sein. Die Parole heißt, die offizielle Parole, die überall zu sehen ist, auf der Straße, im Fernsehen, gemeinsam siegen wir. Das klingt für Europäer, Mitteleuropäer, vielleicht etwas sonderbar und auch unbequem. Aber das ist mehr oder weniger das, was die Regierung hier bewegen will. Ein Gefühl des Zusammenseins im klaren Gegensatz zu der Spaltung,
die israelische Gesellschaft im letzten Jahr gekennzeichnet hat. Man kann also sagen, es ist eine Bevölkerung, die gesamte Bevölkerung von Israel, Araber wie Israelis. Es gibt ja 20% der Israelis, die Araber sind, die Palästinenser sind. Ist eine Atmosphäre der Bestürzung, der zum Teil sogar Hysterie. Mindestens geht es hier um einen Schock, einen tief sitzenden Schock, weil eben so etwas, was am 7. Oktober passierte, total, total unerwartet war. Das heißt, die israelische Bevölkerung staunt darüber, wie es kommen konnte, versucht sich zusammenzuraffen, zusammenzuscharren und einen Krieg zu führen, der am Ende zum Sieg führt. Das ist die Vorstellung, das ist die Fassade, die wir haben. Hinter dieser Fassade verbirgt sich noch immer diese Spaltung innerhalb der Gesellschaft. Es gibt noch immer die Koalition und die Opposition, die nicht dieselbe Sprache sprechen. Die Koalition, gegen die die Opposition demonstriert hat während des letzten Jahres, will eigentlich nichts von dem ändern, was sie vorher formuliert hat als Ziel für diese Regierung. Und die Opposition ist nicht bereit, jetzt einen Kompromiss zu machen mit einer Regierung, die rückständig, nicht progressiv selbstverständlich, antiliberal, rassistisch und rechtsextrem ist. Das heißt, auch diese Art von Schulterschluss, von dem wir sprechen, dass wir der Welt zu zeigen versuchen, ist nur eine dünne Patina über einer brodelnden Seele des Volkes hier innerhalb Israel, in dieser Gesellschaft. Die Erschütterung ist selbstverständlich so groß, weil jetzt zum ersten Mal in der Geschichte so ein Pogrom, ein Riesenpogrom mit mehr als 1000 Menschen, die geschlachtet wurden, ermordet wurden, auf israelischem Territorium stattgefunden hat. Da muss man sich klar vor Augen haben, der Zionismus bot sich als Ideologie, das ist die Ideologie des Staates Israels, als die absolute, ultimative Alternative zu den anderen Lösungen der Judenfrage. Also wenn man von einer Judenfrage oder von einem Judenproblem spricht, in Anführungszeichen machen wir das als Historiker, dann bieten sich Lösungen an. Wir kennen die Lösung, die seit dem 18. Jahrhundert am ehesten praktiziert wurde, Lösung der Judenfrage durch die Emanzipation der Juden. Die Juden leben in der Diaspora, sind aber nicht diskriminiert, nicht benachteiligt, sie sind emanzipiert, assimiliert. Das ist die Lösung der Judenfrage. So hat man sich das in der Mehrheit des Juden, der jüdischen Gesellschaft vorgestellt. Seit Ende des 18. Jahrhunderts. Die Gleichberechtigung der Juden als Staatsbürger war eigentlich das große Ziel. Dann kam eine Gegenbewegung. Es gab ja diejenigen, vor allem in Europa, die davon ausgingen, dass die Emanzipation der Juden ein Fehler war. Und die versuchten mit Hilfe von nationalistischen, rassistischen Ideologien eine Begründung zu finden, weshalb man die Emanzipation rückgängig machen soll. Und da bot sich die alternative Lösung an. Die alternative Lösung hieß Selbstemanzipation. Wir definieren uns als Juden, als Nation. Als Nation haben wir das Recht auf ein Territorium, auf einen Staat, der historische das historische Territorium ist Palästina, heute Israel genannt.
Und deswegen ist das die Lösung. Da gab es dazwischen noch eine dritte Lösung, die sogenannte Endlösung, der Versuch, die Emanzipation eigentlich auszuradieren, indem man die Juden vernichtet. Erst recht nach dem Versuch, diese Art von Lösung zu praktizieren, konnte der Zionismus sich als die einzige echte Lösung der Judenfrage anbieten. Wir wissen, Emanzipation ist gescheitert, weil eben die Endlösung am Ende dieser Emanzipation stand. Wir bieten den Juden, alle Juden, in absoluter Sicherheit im eigenen Land zu leben. Pogrome, Erscheinungen wie Reichskristallnacht kommt bei uns nicht in Frage. Und das erklärt, weshalb die Stimmung in Israel ebenso ist, wie sie im Moment ist. Das Versprechen der zionistischen Ideologie, das Versprechen des Staates, hier etwas anderes zu schaffen, eine Lösung, die Sicherheit anbietet, diese Lösung erwies sich als unbrauchbar. Auf israelischem Territorium, nicht in den besetzten Gebieten, auf israelischem Territorium wurde so ein Gemetzel durchgeführt. Das hat die gesamte Bevölkerung verunsichert und das erklärt diese miese, deprimierte Stimmung im Staat Israel. Was man noch hinzufügen soll hier bei dieser Frage ist eben, dass die Kräfte, die früher gegen die Regierung, gegen die Absichten dieser Regierung demonstriert haben, zum Rückgrat der Zivilgesellschaft geworden sind. Und als Rückgrat der Zivilgesellschaft tragen sie die Last eigentlich der Stunde, und spielen eine Rolle, die noch wichtiger ist als die Rolle des Staates. Was man hier sieht, ist, dass der Staat mit dieser Regierung eigentlich versagt hat. Nicht nur militärisch versagt am 7. Oktober, auch die Reaktion zeigt nicht, dass man sich vorbereitet hat. Zwar gibt es eine energische militärische Reaktion. Es gibt jetzt Krieg, den Israel führt mit viel Gewalt, mit den modernsten Waffen. Aber für die Gesellschaft findet diese Regierung eigentlich keine Lösungen. Und da ist diese Zivilgesellschaft, zeigt sich die Zivilgesellschaft eher robust und versucht alle Aufgaben zu übernehmen, die eigentlich die Aufgaben des Staates, das heißt der Regierung, der Ministerien hätte sein sollen. Also das zum Thema Stimmung in Israel. Noch zum Schluss, die israelische Gesellschaft, wie gesagt, ist eine heterogene Gesellschaft. Juden kommen aus unterschiedlichen Ländern. Es gibt religiöse, nicht religiöse, es gibt europäische und nicht europäische Juden. Es gibt aber auch eine große Gruppe, etwa ein Viertel der Bevölkerung, die Araber sind, habe ich bereits erwähnt. Und die Gesellschaft hat es geschafft, bislang, also in den 6 Wochen seit Beginn des Krieges, weiter zusammenzuleben. Das heißt, was befürchtet wurde und was vielleicht von der israelischen extremen Rechte erhofft wird, nämlich ein Clash zwischen Juden und Araber im Staat Israel. Das ist bislang noch nicht gekommen. Das haben wir schon einmal erfahren während einer früheren militärischen Auseinandersetzung mit Gaza. Diesmal hat es sich nicht wiederholt. Aber wir wissen Bescheid. Das Thema, das ich bisher noch nicht erwähnt habe, worauf wir wieder zurückkommen werden, die besetzten Gebiete Westjordanland. Das ist ein Thema, das alles wieder aufwühlen kann. Und der uns vor neuen Probleme stellen kann.
Ja, zu dem kommen wir gleich. Nur wenn wir jetzt gerade über die Regierung gesprochen haben, Sie haben ja auch unmittelbar nach dem Anschlag die Regierung als eine Regierung von Amateuren und Ideologen also bezeichnet und jetzt auch von Extremisten und Rassisten gesprochen. Die wurde jetzt geringfügig erweitert, diese Regierung, aber de facto verantwortet diese Regierung jetzt auch den Krieg. Ist das nicht irgendwie beunruhigend? Also mehr als irgendwie. Also für die Menschen in Israel aus dem Mitte-Links-Lager ist diese Regierung noch immer eine große Gefahr. Zwar muss man erwähnen, haben zwei Repräsentanten aus der Opposition sich an diese Regierung angeschlossen oder haben sich angeboten, um das Kriegskabinett zu leiten. Das heißt, es gibt dort auch andere Stimmen als die Stimmen der Koalition, die rassistisch, extremistisch, streng orthodox ist und so weiter. Aber im Grunde ist es noch immer dieselbe Regierung. Der Regierungschef Netanyahu bleibt und er klebt an seinem Stuhl und wird nie freiwillig abdanken oder seinen Hut nehmen. Und seine Lakaien, also die Minister, die er hat, eine sehr große Zahl von Minister, präzedenzlos große Zahl, die wissen, die hängen von seiner Führung ab und die sind noch immer weiter auf seine Seite. Das heißt, das ist diese Regierung, die ich als völlig inkompetent bezeichne. Und ich bin nicht alleine mit dieser Bezeichnung, die uns weiterführt während des Krieges. Und es geht nicht nur um die Entscheidung, um die reine militärische Entscheidung. Es geht um die Vision, um die Pläne, um die Zukunft. Und darauf kommen wir auch hoffentlich später zu sprechen. Also im Großen und Ganzen ist es eine sehr beunruhigende Situation und nicht nur für uns, sondern auch für die wichtigsten Partner von Israel. Für Joe Biden, das heißt für die amerikanische Administration, ist das auch eine Last, ein Liability, dass man mit dieser Regierung arbeiten muss und nicht mit einer anderen, die etwas anderes vorhat als eben diese rechtsorientierte Regierung. Ja, bevor wir dann in die Zukunft schauen, zu den Folgen, jetzt ein Blick in die Geschichte. Sie haben auch schon gesagt, also die Zwei-Staaten-Lösung, das Oslo-Abkommen ist de facto obsolet. Vielleicht können Sie die wichtigsten Schritte der Entwicklung von der Gründung des Staates Israels bis heute, eben natürlich auch im Blick auf die Palästinenser-Frage, skizzieren. Und vielleicht einen Aspekt möchte ich ansprechen. Es gibt ja so die Idee oder den Vorwurf, naja, Israel hat ja den Palästinenser das Land weggenommen. Das stimmt aber de facto nicht. Wie war das ganz am Anfang, also der Übergang von der Kolonialzeit zum Staat Israel? Also hier muss man immer vorsichtig sein. Es geht um die Auslegung der Entwicklung. Es gibt kein Narrativ, wo alle mit einverstanden sind. Es gibt schon die Narrative, das Narrativ der Zionisten, des Staates Israels, das Narrativ der Palästinenser oder der arabischen Welt. Es gibt aber heute, und das muss man selbstverständlich sich merken, das Narrativ der Postkolonialisten. Das ist eine Tendenz, eine Strömung, vielleicht eine Mode in der gesamten westlichen Welt, die Interpretation der Geschichte oder die Auslegung der Fakten sehr stark beeinflusst. Wenn ich aus dieser Ecke komme, der postkolonialen Interpretation stellt man oder organisiert man diese Geschichte ganz anders als aus der Sicht von strammen Zionisten organisiert. Ich werde versuchen, so neutral oder so objektiv zu sein als Historiker wie möglich, aber gebe zu bedenken, ich bin Israeli, ich bin ein Teil der israelischen Gesellschaft. Und
in dem Sinne ist man nicht neutral. Also ich stehe nie auf und sage raus mit uns als Schlussfolgerung aus einer historischen Beobachtung. Ich habe es schon vorher angedeutet. Die Idee von einem jüdischen Volk im Sinne von Nation hat man von Europa gelernt. Die Europäer haben im 18. 19. Jahrhundert die Idee der Nation entwickelt, mit der Französischen Revolution beginnend, und die Idee, dass der Nationalstaat eigentlich der ideale Rahmen ist, hat sich in der europäischen Gesellschaft verankert. Und in dem Moment, wo man Juden nicht mehr zu den jeweiligen Nationen zählen wollte, die in Europa lebten, also ihr seid keine Deutsche, ihr seid keine Österreich-Ungarn, wir sprechen über die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, ihr seid keine Franzosen oder ihr seid keine Engländer. In dem Moment beginnt man in der jüdischen Gemeinschaft, die eigentlich eine religiöse Gemeinschaft ist, darüber nachzudenken, vielleicht sollte man als Gegenwehr Judentum als eine Nation, als eine Nationalität zu denken, zu entwickeln und zu organisieren. Das ist der Zionismus. Das heißt, die Anregung kam aus Europa. Das muss man sich immer muss man immer betonen. Ohne diese europäische Entwicklung wäre wahrscheinlich das Judentum das geblieben, was es vorher war. Eben eine Religionsgemeinschaft und nicht mehr. Beziehungsweise eine Gruppe von Menschen, die die Außenwelt als Juden definiert. In dem Moment, wo Juden sich als Nation definieren wollten, und das waren nicht alle Juden, das war immer nur eine Minderheit, in dem Moment beginnt das Problem. Kann man als jüdische Nation in Europa leben? Es gab so eine Vorstellung. Oder kann man eben nicht? Da muss man anderswohin auswandern. Und dann kam die Idee, eine romantische Idee oder eine historisch orientierte Idee, wenn schon, dann eben in Palästina und nicht anderswo, einen Staat zu gründen. So far, so gut. Bisher habe ich das Wort Araber, Palästinenser noch nicht in den Mund genommen in dieser Interpretation. Und zu Recht so, weil aus der Sicht der Europäer, aus der Sicht der europäischen Juden, das eigentlich kein Thema war. Erst als man damit begonnen hat, nach Palästina auszuwandern, fiel den Leuten auf, dass dort auch andere Leute leben, eben Araber. Sie nannten sich noch nicht damals Palästinenser, die auch ihre Vorstellungen, Wünsche und ihre Identität haben. In dem Moment, wo diese Identitäten aufeinander prallten und nicht von Beginn an versuchten, miteinander oder zusammen zu leben, eine gemeinsame Lösung zu finden, begann der Konflikt. Und der Konflikt war eben ein nationaler Konflikt. Das arabische Nationalbewusstsein hat sich parallel zum jüdischen Nationalbewusstsein entwickelt und der führte dazu, dass in einer Region, die immer sich als arabisch betrachtete, vor allem nachdem die Türken, also das Osmanische Reich, zusammenbrach, war eine jüdische Nation und schon gar nicht ein jüdischer Staat etwas, was man akzeptieren konnte oder wollte. Das heißt, der Konflikt verschärfte sich immer weiter. Vor allem, weil die Einwanderung von Juden aus Europa weiterging. Die Einwanderung aus Europa kam vor allem deswegen, weil der Antisemitismus Juden dazu motiviert hat, Europa zu verlassen. Umso mehr seit dem Jahr 1933, wo es die offene Politik des Deutschen Reichs war und nachher des Großdeutschen Reichs war, Juden zu vertreiben oder Juden zum Auswandern zu bringen. Und so entwickelt sich eine jüdische Gemeinschaft im Lande Palästina, in
in diesem Land, das damals nach dem Ersten Weltkrieg unter englischer Herrschaft war oder unter Mandatsherrschaft, das heißt unter der Obhut des Völkerbunds. Die Situation hätte nicht unbedingt, das kann man nicht deterministisch irgendwie schildern, hätte nicht unbedingt zu einem großen Clash bringen müssen. Aber wenn zwei Nationen im 20. Jahrhundert miteinander über dasselbe Territorium streiten, das haben wir in Europa mehrfach gehabt, dann verschärft sich der Konflikt. Und das ist das, was bis zum Jahr 47 geschah, bis die UN die Verantwortung für Palästina übernommen hat, sich für die Teilung Palästinas entschieden hat. Diese Entscheidung ist eine Entscheidung der legitimen Vertretung der Völkergemeinschaft, UNO. Früher war das der Völkerbund, jetzt ist die UNO und die UNO entscheidet, dass Palästina in zwei geteilt wird. Zwei Staaten, ein Staat für Araber, ein Staat für Juden. Der jüdische Staat entstand an dem Tag, wo die Engländer als Mandatsmacht das Land verlassen haben, nämlich am 15. Mai 1948. Die arabische Seite war nicht bereit, auf einen Teil von Palästina einen Palästinastaat zu gründen. Für die war es ein Entweder-Oder. Und aus diesem Entweder-Oder entstand ein Krieg. Der Krieg zwischen dem Judenstaat, der sich Israel nannte, und den arabischen Staaten, mit Ägypten begonnen haben und weiter Transjordanien, Syrien, Libanon und noch andere Staaten, alle als Koalition gegen den neuen Staat Israel. Das heißt, dieser Konflikt zwischen zwei Nationen führte zu einem Krieg. Der Krieg entschied sich für Israel. Israel hat den Krieg gewonnen, hat sein Territorium auch ausdehnen können. Die Palästinenser haben hier verloren, indem sie nicht nur weitere Teile von Palästina an Israel verloren haben, sondern weil die anderen Teile, die nicht an Israel verloren gegangen sind, nicht von Palästinensern beherrscht wurde, sondern von Transjordanien oder von Ägypten. Gazastreifen gehörte zu Ägypten seit dem Jahr 48. Also man sieht hier, wie die Dynamik funktioniert. Es gab eine UNO-Entscheidung über zwei Staaten, eine Zwei-Staaten-Lösung. Die wurde von der arabischen Seite abgelehnt, weil man davon ausging, dass ein Judenstaat nicht im Einklang steht mit der Idee von einem arabischen bzw. muslimischen Nahen Osten. Und seitdem haben wir eine Reihe von Kriege. Also dann der Krieg im Jahr 56 und noch ein Krieg im Jahr 67 und noch ein Krieg im Jahr 73. Das heißt, der Konflikt wird immer schärfer, bis im Jahr 73 der Präsident der Ägyptens sich entscheidet, mit Israel nicht nur einen Krieg zu führen, sondern auch nachher zu einem Frieden zu kommen. Das war die Wende. Das heißt, fragt man nach dem Jahr 73, nach dem Jahr 79, wo das Abkommen zwischen Israel und Ägypten unterzeichnet wurde, hatte die Zwei-Staaten-Lösung eine Chance? Da wäre die Antwort, oder war auch die Antwort, ja, es hat eine Chance. Auch im Abkommen mit Ägypten stand klipp und klar eine Autonomie für Palästinenser in den besetzten Gebieten seit 67 sollte entstehen. Und siehe, nach Ende des Kalten Krieges, der auch relevant war für diese Konfliktsituation, nach Ende des Kalten Krieges konnten Israelis und Palästinenser zu einem Abkommen finden,
das Oslo Abkommen im Jahr 93, wo Israel die PLO, das heißt das palästinensische Volk, anerkannt hat und die Palästinenser die Existenz Israels, was bis zu dieser Zeit noch nicht möglich war. Das heißt, die Entwicklung war in Richtung Verschärfung des Konflikts bis zu einem bestimmten Punkt, wo eine Wende stattfand zwischen dem Jahr 73 und 93. Und während dieser Zeit sprach man von der Zwei-Staaten-Lösung, die eine Chance hatte. Frage ist nur die Zeit nach 93, die Erklärung dafür, dass die Zwei-Staaten-Lösung nicht praktiziert wurde. Da ist die Antwort sehr vorsichtig formuliert, eben nein. Auf beiden Seiten gab es eine starke Opposition zur Zwei-Staaten-Lösung. Auf palästinensischer Seite gab es immer weiter die Vorstellung, wir haben den Anspruch auf das gesamte Land Palästina, die Region muss Palästina, arabisch bleiben und mit der Stärkung des muslimischen Fundamentalismus umso mehr muss das Gebiet und muss die Region muslimisch sein. Von der israelischen Seite, und das haben Sie mit Ihrer Frage angedeutet, gab es eben diese israelische nationalistische Rechte, die für eine Siedlungspolitik stand. Siedlung bedeutet in den eroberten Regionen Westbank seit 67 gründet man jüdische Siedlungen mit der Hoffnung und mit der Absicht, am Ende das gesamte Land an Israel zu annektieren. Wenn man solche Kräfte auf beiden Seiten hat und wenn, wie ich eingangs gesagt habe, die Atmosphäre sich langsam in Richtung Fundamentalismus, Autoritarianismus, Antiliberalismus entwickelt, dann hat man 30 Jahre nach dem Oslo Abkommen eine Situation, wo man eigentlich aus diesem Konflikt nicht mehr aussteigen kann. Und das bedeutet, dass die Zwei-Staaten-Lösung unwahrscheinlich zu sein scheint. Ich gebe es nicht auf. Darauf kommen wir vielleicht noch zurück heute. Aber es sieht düster aus für eine Zwei-Staaten-Lösung. Ja, aber das Interessante ist doch, dass eben einige arabische Staaten ja einen Friedensschluss mit Israel vollzogen haben, obwohl diese Zwei-Staaten-Lösung gar nicht mehr Thema war. Also das wurde eigentlich ja gar nicht mehr so wichtig erachtet. Also hier gibt es auch eine stufenweise Entwicklung. Als Ägypten mit Israel den Friedensabkommen unterzeichnet hat, stand, wie ich bereits erwähnt habe, klar, dass für die Palästinenser ein Autonomiegebiet entstehen soll. Mit der Absicht, die damals Begin selbstverständlich abgelehnt hat, aus diesem Autonomiegebiet einen Staat, einen Palästinastaat zu gründen. Die Jordanier, die sich angeschlossen haben, etwa 15 Jahre später, haben auch darauf bestanden, dass auf diesem Autonomiegebiet ein zweiter Staat entsteht. Mit Syrien, mit Libanon gibt es kein Friedensabkommen. Das ist da für diese Frage irrelevant. Das Erstaunliche ist, und für die Palästinenser so frustrierend, dass Verständigungen, es geht um Verständigungen, nicht um Friedensverträge mit Marokko oder mit den Vereinigten Emirate, nur Lippenbekenntnis vorzeigen zum Thema Palästina, aber das nicht als eine Vorbedingung benutzen, um eine Abmachung mit Israel zu unterzeichnen. Das heißt, die arabische Welt hat unter Druck der Situation, wo man gegen Iran kämpft, wo man die Unterstützung von Seiten Amerika oder Europa bekommen will, wo man wirtschaftliche Überlegungen in den Vordergrund stellt, ist in dieser arabischen Welt das Thema Palästina zweitrangig geworden. Das ist wieder ein großer Unterschied.
Und das ist auch etwas, was man erwähnen muss. Das, was Hamas am 7. Oktober verübt hat, war eine Art von Befreiungsschlag. Die Palästinenser stehen vor dieser Frage ziemlich fassungslos. Wie kann es sein, dass unser Anliegen, unser Wunsch, aus unserer Autonomie einen Staat zu gründen, unser Wunsch, die Siedlungspolitik der Israelis irgendwie zu blockieren, dass das ignoriert wird von den arabischen Brüdern? Und es hätte vielleicht die Aufgabe sein sollen, der Autonomiebehörde hier eigentlich klare Worte zu sprechen. Aber die Autonomiebehörde ist zu schwach. Die wurde auch geschwächt dadurch, dass die israelische Politik dafür gesorgt hat, dass sie schwach bleibt. Und in dieser Situation gibt es immer die große Chance, oder kommt die große Chance für die Terroristen. Und da hat Hamas agiert und auf diese eher grausame Art und Weise und hat alles wieder in Bewegung gesetzt. Und das war der große Erfolg dort aus der Sicht der Hamas, aber auch der Sicht von anderen, die für das Anliegen der Palästinenser stehen. Das erklärt auch, weshalb die Kundgebungen überall in Europa oder in den USA so massenhaft unterstützt werden. Also die Leute, die sich irgendwie damit abgefunden haben, aha, Palästina ist kein Thema mehr, sehen, dass man plötzlich eine Gelegenheit hat, um das Thema Palästina wieder zu thematisieren. Da stellt sich mir die Frage, wer repräsentiert die Palästinenser gegenwärtig? Die Autonomiebehörde ist schwach, die Hamas hat sich völlig ins Abseits gestellt. Gibt es da also eine ernstzunehmende oder relevante Repräsentationsgröße? Das ist eben die schwierige Frage. Also die offizielle Frage, die formale Frage ist die Vertretung der Palästinenser. So steht es auch im Abkommen aus dem Jahr 93. So steht es auch in den weiteren Verträgen danach, ist die Autonomiebehörde in Ramallah. Nur hat sich diese Autonomiebehörde im Jahr 2006 vom Gebiet Gaza abgetrennt. Nicht, weil man es ha so haben wollte, sondern weil Hamas eben Gaza erobert oder für sich gewonnen hat mit viel Gewalt und deswegen jetzt die Palästinenser in zwei geteilt wurden. Die Westbank einerseits unter der Regierung von Abbas und Gaza unter der Regierung von Hamas. Das ist etwas, was selbstverständlich für eine Regierung von Netanyahu eher willkommen ist. Das ist immer der Vorwand dafür, keine Gespräche zu führen. Also wenn wir mit den einen Gespräche führen, bedeutet das nicht, dass die anderen sich anschließen. Also das ist eben der Vorwand, weshalb man nicht Gespräche führen will. Und das ist die Taktik von Netanyahu seit eh und je. Darüber hinaus entwickeln sich zwei getrennte Gemeinschaften in Palästina, die Palästinenser in der Westbank und die Palästinenser in Gaza. Und das sind zwei unterschiedliche Politiken. Was Netanyahu getan hat, war eben der bewusste Versuch, die Autonomiebehörde zu schwächen und gleichzeitig die Regierung der Hamas irgendwie eine Art von Legitimität zu schaffen. Er tat es nicht, weil er Hamas gern hat, sondern weil er auf diese Art und Weise die Autonomiebehörde schwächt und auf diese Art und Weise wiederum es meiden kann, mit der Autonomiebehörde über Frieden zu sprechen. Das heißt, Ihre Frage ist berechtigt. Ja, mit wem kann man sprechen? Formal muss man zurück wieder zu dieser Grundposition aus dem Jahr 93. Ramallah, die Autonomiebehörde, Fatah oder eine Mischung von Fatah und anderen Kräften sind die Vertreter
des Palästinensertums. Nur klingt es eher seltsam, wenn man so einen Satz ausspricht, weil die Praxis eine ganz andere ist. Die Autonomiebehörde ist korrupt, ist geschwächt, ist nicht funktionsfähig, bis auf die Hilfe für Israel in Sicherheitsfragen. Und deswegen muss etwas Neues kommen. Und deswegen sprechen auch viele Leute über Alternativen. Also Abbas ist alt. Abbas steht für ein korruptes System. Da braucht man neue Gesichter. Man spricht von Marwan Barghouti. Ich persönlich habe immer den Marwan Barghouti, der im israelischen Gefängnis sitzt, immer im Visier gehabt. Ein Mann mit Charisma, der vielleicht etwas tun kann, was Abbas nicht mehr tun kann. Vielleicht vergleichbar mit der Person von Arafat, die auch eine nicht nur eine Galionsfigur war, sondern eine echte Persönlichkeit, die diese Bevölkerung und dieses Volk führen kann. Aber da muss sich die internationale Gemeinschaft, die Völkergemeinschaft, irgendwie auch hinter diesen Versuch zusammenscharen. Also die Anregung muss aus dem Ausland kommen oder mindestens unterstützt werden. Sonst bleiben wir beim Thema Hamas gegen Israel und beim Thema nicht existierende Autonomiebehörde versus Israel. Und da geht das Gemetzel immer weiter. Und da ist die Katastrophe vom 7. Oktober nur der Anfang. Die Katastrophe vom 7. Oktober, der Anfang, vielleicht. Oder können Sie irgendeine Perspektive sich vorstellen, wie es jetzt nach dem 7. Oktober in Richtung eines Friedens in Israel im Nahen Osten gehen könnte? Oder ist das zu früh? Das ist nicht zu früh, nie zu früh, eher zu spät. Also all das, was wir heute vorschlagen, diskutieren, hätte man ohne den Druck des Krieges schon vorher besprechen können. Für mich als Historiker ist April 2014, das heißt nahezu 10 Jahre her, ein entscheidendes Moment. Da scheiterten die Friedensverhandlungen oder die Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern, die geführt wurden unter der Ägide oder Schirmherrschaft von Präsident Obama. Das war noch die Zeit, wo man Tacheles reden konnte über zwei Staaten. Klar, auch damals waren die Siedlungen schon ein Pain in the Neck. Etwas weniger als heute, aber schon ein großes Problem. Aber da gab es noch nicht diese Art von Krieg, die wir jetzt haben, die Fronten sehr verhärten. Aber das führt uns immer wieder zurück zu dieser Grundsatzfrage. Ist tatsächlich die Zwei-Staaten-Lösung noch immer die beste oder die ideale Lösung? Und die Antwort ist, solange es Nationalstaaten gibt, nicht nur im Nahen Osten, sondern anderswo, soll man davon ausgehen, dass die Zwei-Staaten-Lösung die bessere Lösung für diesen Konflikt hier ist. Wie es in der UNO-Entscheidung im Jahr 1947 vorgesehen war, ein Judenstaat, der sich dann Israel nennt, und ein arabischer Staat, der sich Palästina nennt, nebeneinander, wo beide Seiten sich gegenseitig anerkennen, wie es im Jahr 93 schon passierte. Dann kommt wahrscheinlich die praktische Frage, aber zuerst muss die prinzipielle Frage entschieden werden. Ja, zwei Staaten für zwei Nationen, solange diese Nationen darauf bestehen, einen Staat für sich zu beanspruchen. Israel beansprucht für sich einen Staat. Die Juden, die nationale Bewegung der Juden beansprucht für sich den Staat Israel.
die Palästinenser beanspruchen für dich die anderen Gebiete als Palästina. Zwei Staaten nebeneinander. Im Prinzip muss man das akzeptieren. Und meines Erachtens wäre das theoretisch für Israel auch unproblematisch, genauso wie die Israelis für sich das Recht auf nationale Selbstbestimmung beansprucht haben, dürfen es auch die Palästinenser für sich. Die praktische Frage, das ist keine Nebensache, das ist die große Frage. Die praktische Frage ist, wie setzt man diese Lösung in Praxis um? Eine Sache ist klar, diese primitive Vorstellung, die wir noch aus Europa geerbt haben, Nationalstaaten, die geschlossenen Nationalstaaten, wo eine Nation entscheidend ist, bestimmend ist, vielleicht die exklusive Bevölkerung ist, das kann hier nicht mehr der Fall sein. Und die Anfänge sind schon da. In Israel, das habe ich schon zweimal erwähnt, gibt es etwa ein Viertel der Bevölkerung, die Araber oder Palästinenser sind. Das heißt, der Staat Israel bedeutet nicht ein Ausschluss von Araber, Palästinenser. Und genauso könnte es auch praktisch im Palästinastaat sein. Das Problem ist eins, im Jahr 48 wurden die jüdischen Siedlungen, die es damals auf diesem Gebiet gab, alle liquidiert. Und das ist eine schlechte Erfahrung, die man gemacht hat. Und jetzt ist das große Problem, diese jüdische Bevölkerung in den Siedlungen sitzt nicht dort in diesem Territorium, um eine Minderheit in einem Palästinastaat zu sein. Die Absicht ist, eine Mehrheit oder ein Teil der jüdischen Mehrheit in ganz Israel zu sein. Das ist die große Hürde. Was im Kopf ist der jüdischen Seite oder der israelischen Seite? Und ohne ein Umdenken in Israel, was dann automatisch bedeutet, dass eine solche Regierung wie die heutige verschwinden muss, gibt es keine echte Lösung. Ist also eine Lösung nicht praktikabel. Auf der anderen Seite, wenn die Palästinenser darauf bestehen, dass alle Millionen Erben der Refugees, der Flüchtlinge aus dem Jahr 48, wieder nach Palästina, nach Großpalästina, inklusive nach Israel kommen, ist das für die israelischen Vorstellungen von Demokratie gefährlich, weil dann es zu einer arabischen Mehrheit auch in Israel kommen wird. Das heißt, in der Theorie muss man das anerkennen, die Rückkehrrechte der Palästinenser müssen anerkannt werden, aber die praktische Lösung muss eine solche sein, dass die jüdische Mehrheit in Israel nicht gefährdet wird, mindestens nicht in einer ersten Phase, wo die jüdische Nation und die palästinensische Nation miteinander weiter konkurrieren und auf das Recht der nationalen Selbstbestimmung pochen. Das heißt, ich habe jetzt etwas angeboten, was theoretisch machbar ist, was praktisch heute eher als Schwärmerei oder als Spinnerei klingt. Also wenn ich das jetzt vortrage, was ich jetzt in den letzten 5 Minuten vorgetragen habe in Israel, dann kriegen die Leute einen Lachkrampf. Ja, so etwas ist nur für einen linken Schwärmer typisch. Aber wenn man konsequent denkt, ist das eben der Weg zu einer Lösung. Aber da braucht man eine grundsätzliche Änderung in der Erziehung, in der Sozialisation, in der Mentalität. Und das kann man nicht in einem Handumdrehen schaffen. Und das macht die Sache so problematisch. Und Sie würden sicher nicht sagen, dass die jetzige Situation, also der Terrorüberfall und der Krieg, da diese Lösung befördert. Wahrscheinlich im Gegenteil. Das habe ich vorher gemeint. Also hätte man im Jahr 2014 ernst versucht, die Gespräche fortzuführen,
und nicht alles tun, mindestens von israelischer Seite, um das zum Scheitern zu bringen, da hätten wir viel mehr Chancen als heute, in dem Moment, wo so eine extreme Explosion stattfindet. Ist der Weg zurück viel schwieriger. Aber da müssen wir sagen, wir leben im Nahen Osten. Die Mentalitäten sind ganz anders. Also für Europäer ist es unvorstellbar. In dem Moment, wo man in einer solchen extremen Situation sich befindet, gibt es kein Zurück. Bei den Orientalen ist es möglich. Also das von 0 auf 100 und von 100 auf 0 ist hier eher möglich als in Europa. Es sieht jetzt eher unwahrscheinlich aus und trotzdem muss man es versuchen. Ja, eine Frage, die wir auch im Vorfeld schon angeschaut haben, ist in Israel, alles, was in Israel passiert, betrifft ja nicht nur diesen regionalen Raum, sondern hat im Grunde weltweite internationale Auswirkungen. Es sind viele, viele Staaten involviert, Nachbarstaaten natürlich, die arabische Welt, Iran, das ist schon komplex genug, Sie haben es vorher schon angedeutet, dann USA, Westeuropa. Und dann gibt es noch eine dritte Schiene, China, Russland. Russland hat ja auch den Führer der Hamas eingeladen und den Iran. Also das macht das Thema Israel unheimlich komplex. Können Sie da in diese Verwirrung ein paar hellende Worte sagen? Also das ist wieder die Aufgabe des Beobachters, hier einen Kontext zu schaffen oder mindestens zu illustrieren. Als der Überfall stattfand am 7. Oktober, hat der Führer Mohammed Def der Hamas klipp und klar gesagt, das ist nicht ein Scharmützel. Jetzt beginnen wir einen großen Krieg, wo viele Kräfte mit involviert sein werden. Wir stehen nicht alleine, Hamas. Wir versuchen, die Palästinenser in der Westbank auch auf unsere Seite zu bringen und mit uns zu kämpfen gegen die Israelis. Das ist ja die große Absicht, immer gewesen. Die Hisbollah unterstützt die Palästinenser, die Hisbollah betrachtet Israel als Erzfeind, also die schließen sich dann auch an. Und es ist klar, alles ist ja mit Iran koordiniert. Das heißt, dieser Krieg, der um Gaza begonnen hat, ist ein Krieg, der ein regionaler Krieg ist. Und er kann als regionaler Krieg viel heftiger werden. Im Moment ist es die Intervention der USA, die Hezbollah davon abhält oder sogar den Iran davon abhält, mehr zu tun als bislang. Aber die Gefahr ist groß. Ein Irrtum, ein Fehler, ein Fehlpass und da haben wir schon einen großen Brand, einen Flächenbrand. Mehr noch, die Zeiten sind vorbei, an die wir uns erinnern. Also die größte Katastrophe Israels vor 2023 war genau vor 50 Jahren der Yom Kippur-Krieg im Jahr 1973. Da war noch die Welt in Ordnung. Da war Amerika auf der einen Seite, die Sowjetunion auf der anderen Seite, NATO auf der einen Seite, Warschau-Pakt auf der anderen Seite. Heute ist die Welt viel komplexer geworden. Die Amerikaner sind schwächer, die Russen sind unberechenbarer als damals die Sowjetunion, die Chinesen spielen eine Rolle, eine Mittelmacht wie Iran kann viel mehr Schäden anrichten als noch zu dieser Zeit. Das heißt, es ist viel komplexer als vor 1990 oder im Jahr 1973. Und jetzt zuletzt noch aus der jüdischen Sicht. Auch aus der jüdischen Sicht geht es nicht nur um Juden in Palästina oder Juden in Israel gegen Araber in Palästina. Es geht wieder um einen Flächenbrand. Die Juden sind eigentlich die Geiseln Israel, die Juden in der Welt, weil eben
Israel immer versucht hat, für sich die Vertretung aller Juden in Anspruch zu nehmen. Das hat die Welt auch so akzeptiert. Ergo sind die Juden eben die Handlanger der israelischen Regierung. Und wenn man gegen Israel ist, agiert man oder demonstriert man mindestens gegen die Juden. Und da kommen Elemente auf, die nicht nur anti-israelisch sind oder israelkritisch sind, sondern auch antisemitisch. Das kann man sehen. Die Symbolik, die man hat, die Sprache, die man benutzt, das Ziel, das man angreift. Also das Leben der Juden in der Diaspora ist viel schwieriger seit dem 7. Oktober. Also Antisemitismus gab es auch vorher und Warnungen gab es auch vorher. Aber das, was latent war, eruptiert jetzt. Und deswegen geht es eben vielschichtig um den Begriff Flächenbrand. Ja, Sie haben jetzt ein Thema angesprochen, das ich jetzt noch eigentlich einspielen wollte, nämlich diese weltweiten Auswirkungen dieser Terrorattacke. Wenn in Südsudan so etwas passiert, dann kräht sozusagen im Westen kein Hahn danach, aber hier ist es anders gelagert. Einerseits ist es eine Retraumatisierung in Bezug auf das Trauma der Shoah, weil eben, Sie haben es angesprochen, der Staat Israel nicht mehr als dieser sichere Hafen gilt, als er der vorher war. Und zu dieser Retraumatisierung und diesem Schock weltweit kam eine weltweite Welle des Antisemitismus oder Wellen des Antisemitismus, natürlich befeuert durch die sozialen Medien. Die Stimmung kippt auch in Österreich ins Absurde und Gefährliche. Und da jetzt zwei Fragen an Sie. Sie sind ja auch Antisemitismusforscher. Haben diese aktuellen antisemitischen Wellen Sie überrascht? Und die zweite Frage, warum funktioniert Antisemitismus so gut? In dem Moment, wo der Antisemitismus sich nicht als Antisemitismus im klassischen Sinn ausdrückt, sondern nur indirekt über die israelische Schiene, also das, was man den israelbezogenen Antisemitismus nennt, dann ist so ein Ereignis wie ein Krieg zwischen Israel und Palästina, wo auch die Bilder ihre Sprache sprechen, ein guter Anlass, um dich jetzt zu outen. Schon seit langem moniert man, dass in den sozialen Netzwerken das, was früher in der Öffentlichkeit verboten war, also ohne weiteres propagiert wird. Also man steht unter Schutz dieser Netzwerke oder dieser Art von Medien. Das ist schon gegeben. Und jetzt kommt eine Situation, wo die Beschäftigung mit Israel legitim ist. Und wenn man sich legitim mit diesem Thema befasst, darf man auf der Seite der angeblich Schwachen, das heißt auf der Seite der Palästinenser stellen. Und da ist der Vorwurf gegen Israel immer stärker. Und die Untertöne, die antisemitisch sind, können sich da durchblicken lassen. Das ist nicht zum ersten Mal, dass man sieht, dass Israel eine Angriffsfläche anbietet für den latenten Antisemitismus. Das schlechte Gewissen, vor allem der westlichen Welt und vor allem der Mitteleuropäer, der Deutschen, der Österreicher, derjenigen, die am Holocaust beteiligt waren, das schlechte Gewissen führt dazu, dass man selbstverständlich dafür irgendwie sühnen will, indem man Israel unterstützt. Aber diese Last des Bewusstseins, dass man auf der Seite der Verbrecher war, führt dazu, das wissen wir, das ist nicht zum ersten Mal, dass man eine Kompensation oder eine Wiedergutmachung sucht und die kommt auf diese Art und Weise. Eben weil wir aus der Geschichte gelernt haben, eben weil wir antikolonial denken und als
postkoloniale Denker auf der Seite der ehemaligen Kolonien stehen. Jetzt bedeutet es, die Palästinenser gehören auch dazu. Dürfen wir Israel kritisieren und die Vertreter Israels im Ausland, angeblich alle Juden, kritisieren? Können wir die angreifen? Die sind angreifbar geworden. Und da müssen wir nicht so sehr darauf achten, also welche Sprache, welche Symbole, welche Ikonen wir eben benutzen. Das heißt, da kommt etwas hoch, was in der Regel nur Stammtischgespräch ist oder unter der Decke zum Ausdruck kommt. Das ist eine Situation, die aus dieser Krise heraufkommt. Also in einer Krisensituation wie diese, wo die Bilder eine so wichtige Sprache sprechen, diese Krisensituation schafft die Vorbedingung für einen Boomerang-Effekt in diese Richtung. Wir haben etwas gelernt, aber wir wollen nicht das tun, was ihr von uns verlangt, sondern eher umgekehrt. Jetzt richtet das sich gegen Israel und sogar gegen die Juden, die Israel unterstützen. So, ich habe jetzt mehrere Fragen im Chat. Ich nehme mal zwei zusammen. Wie konnte es passieren, dass der israelische Geheimdienst und das israelische Militär es nicht bemerkt haben, dass seit langer Zeit von der Hamas zahlreiche unterirdische Tunnels gebaut wurden? Und jetzt auch jetzt in Bezug auf die Gegenwart. Mich würde interessieren, was passiert, wenn die Proteste gegen Netanyahu erfolgreich werden? Besteht die Möglichkeit, ihn abzusetzen? Was passiert dann? Zur ersten Frage, das ist ein Rätsel für uns alle. Aber wir haben schon einmal erfahren, im Jahr 73, wo die besten oder angeblich besten Geheimdienste irgendwie den Weg verloren haben. Das, was man hier Konzept nennt. Also man hat eine Konzeption und alle Fakten, die nicht zur Konzeption passen, werden ignoriert. Das ist aber tatsächlich hier ein enormer Fehler, dass alles ignoriert wurde. Die Vorbereitung, die Art der Vorbereitung, die Mittel, die man benutzt, die Kommunikation, die man gebraucht, die Absichten, die Ziele. Also davon hätte man viel früher viel mehr wissen müssen, vor allem wenn man so gut elektronisch gerüstet ist. Und da sind wir beim Schlüsselwort. Man hat gedacht, dass entlang der Gaza-Grenze die elektronische Mauer, in die viel Geld investiert wurde, so hundertprozentig sicher ist, dass man dort nicht über die Absichten von Hamas nachdenken muss. Also in dem Moment, wo sie etwas versuchen, kommt die sofortige Antwort der Israelis. Das ist die Arroganz der Macht. Und bevor wir noch genau Bescheid wissen, was schiefgelaufen ist, kann man sich da darauf einigen, es war die Arroganz der Macht, die hier eine entscheidende Rolle gespielt hat. Dazu noch etwas anderes. Die Prioritäten, von denen ich gesprochen habe. Diese Regierung hat eine Priorität, die Siedlungen und die Interessen der Siedler. Gerade in dieser Woche, das waren Feiertage, kam es oder sollte es zu einer gravierenden Auseinandersetzung in der Westbank kommen. Da hat man auch Militär dorthin verlagert. Militär, die entlang der Grenze zu Gaza hätten bleiben sollen. Das heißt, man hat hier etwas total Absurdes geführt. Und das ist etwas, was der Regierung zur Last gelegt werden muss. Statt die Staatsbürger im Kernland Israel, auch entlang der Gaza-Grenze, als erste Priorität zu haben, hat man Siedler, die in den besetzten Gebieten leben und dort auch viele Schäden anrichten für die Beziehungen zwischen Israelis und Palästinenser, hat man die als erste Priorität betrachtet. Die falschen Prioritäten sind eine wichtige Erklärung für einen Zustand, in dem so ein Fehler passieren kann. Nun zu den Protesten gegen Netanyahu.
Die Proteste im gesamten Jahr 23 haben nicht dazu geführt, dass er zurückgetreten ist, dass seine Regierung zurückgetreten ist, dass er etwas von seinem Vorhaben geändert hat. Er bleibt stur dran. Er hat 64 Stimmen in der Knesset von 120, das ist die absolute Mehrheit, die stehen gesichert hinter ihm. Und solange nicht dort irgendwelche fünf Leute beginnen, richtig zu denken und nicht wie Automaten zu agieren, sind die Demonstrationen oder bislang waren die Demonstrationen wirkungslos. Das heißt, am Rande haben sie gewirkt. Die haben gezeigt, dass es manche Sachen gibt, die die Mehrheit in Israel nicht akzeptieren will. Vielleicht wird es noch deutlicher sein nach dem 7. Oktober. Aber auch jetzt gibt es keinen Mechanismus, der eigentlich einen Wechsel einleiten kann. Ein Misstrauensvotum kann man theoretisch vorschlagen, ist aber praktisch unmachbar. Neuwahlen wird diese Regierung nicht akzeptieren oder nicht anbieten wollen. Das heißt, sehr schnell kommt so etwas nicht zustande, dass man Netanjahu los wird. Die einzige Möglichkeit ist eben, dass unter den Diadochen, die untereinander oder miteinander kämpfen, um irgendwann mal Netanjahu, der immerhin 73 Jahre alt ist, ersetzen wollen, dass irgendein Diadoch den Weg findet, aus der Opposition und aus der Koalition genügend Stimmen zu bekommen, um Netanjahu zum Abdanken oder zum Rücktritt zu führen. Das ist ein Szenario, mit dem man hier rechnen kann, aber sehr wahrscheinlich und in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen eher weniger wahrscheinlich. Eine Zusatzfrage dazu, wie groß ist der Rückhalt von Netanjahu in der Bevölkerung? Da gibt Ist es der Umfragen. Die Umfragen zeigen, dass bei der Frage, wen ziehst du als Regierungschef im Moment vor? Netanjahu, Gantz oder keiner von beiden, die absolute Mehrheit für Gantz ist. Das heißt, das ist schon quasi revolutionär. Das heißt, es gibt sogar Leute aus der Partei von Netanjahu, die behaupten, die Zeit von Netanjahu ist vorbei. Aber solange es nur um Umfragen geht und nicht um andere Mechanismen, die daraus praktische Schlüsse ziehen können, bleibt es nur eine Art Beruhigungsmittel, nicht mehr. jetzt Fragen ins Umfeld von Israel. Warum geriert sich der Iran als großer Feind Israels, wo er doch so weit weg liegt? Die Schiiten verhalten sich gegenüber Israel wesentlich aggressiver als Sunniten. Warum ist das so? Also da muss man wieder differenziert beantworten. Also die Hamas-Gruppe ist keine schiitische Gruppe. Das sind Sunniten. Und die meisten dort im Gazastreifen sind eben Sunniten. Die sind unterstützt von einer schiitischen Mittelmacht, also von dem Iran. Iran positionierte sich schon im Jahr 79 mit dem Aufstieg von Khomeini zur Macht als Hauptgegnerin Israels für das schiitische Fundament, für den fundamentalistischen Iran ist die Anwesenheit eines Judenstaates in dieser Region ein Dorn im Auge. Deswegen haben sie Amerika und Israel als die Erzfeinde markiert. Damit leben wir schon seit mehr als 30 Jahren oder mehr als 40 Jahren. Das ist eine Gegebenheit, die sich schon lange etabliert hat. Was noch hinzukam, das war die Entscheidung von Netanjahu. Für Netanjahu ist Iran der große Feind. Er wittert ja immer gegen
die atomare Bewaffnung von Iran. Er war gegen das Abkommen mit dem Iran. Er hat Donald Trump dazu bewegt, aus diesem Abkommen auszusteigen. Also bei ihm war es immer, Iran ist der große Erzfeind. Da haben wir eine Symmetrie. Für die Iraner ist Israel der Bösewicht, für Israel, Netanjahus Israel, ist Iran der Bösewicht. Und da haben wir eine Symmetrie der Feindschaft. In dem Moment, wo diese Kontrahenten im Mittelpunkt stehen, sind die anderen, die Sunniten, Saudi-Arabien und andere Staaten, die auch ein Problem mit Iran haben, nur zweitrangige Feinde oder sogar potenzielle Freunde, wie man es schon jetzt gesehen hat oder wie man es jetzt versucht hat. Bei Netanyahu besteht auch die Absicht, indem er Iran zum Erzfeind macht, indem er die Frage atomare Bewaffnung Irans zur Hauptfrage macht, marginalisiert er das eigentliche Problem, das Palästina-Problem. Das war bei ihm auch Taktik. Wir sprechen über Iran. Da haben wir keine Zeit, um über Frieden mit den Palästinensern zu sprechen. Und jetzt sieht man, dass diese Taktik auch nicht die Früchte gebracht hat, die Netanyahu erwartet hat. Aber das ist ein Irrtum unter den vielen Irrtümern von Netanyahu oder der israelischen Politik. Eine weitere Frage. Sie haben den Begriff Befreiungsschlag verwendet. Würden Sie sagen, dass die Hamas die Interessen der Palästinenserinnen, also PalästinenserInnen im Sinn hat? Das ist ein eine Aktion. Also ich habe es Befreiungsschlag genannt, weil die Palästina-Frage nicht mehr auf der Tagesordnung, auf der internationalen oder auch auf der regionalen Tagesordnung mehr stand oder ganz bestimmt nicht im Vordergrund. Und um das zu schaffen, diese neue Situation, kam dieser Überfall, dieser Pogrom der Hamas. In dem Sinne war es für die palästinensischen Interessen nützlich. Endlich redet man wieder über Palästina, über Palästinenser, über die Rechte der Palästinenser. Auf der anderen Seite ist es auch etwas mit einem Bumerang-Effekt. Wenn man die Palästinenser, die palästinensischen Interessen mit den Interessen der Hamas identifiziert, dann darf Israel eigentlich so zurückschlagen, nicht nur gegen Hamas, sondern auch gegen Gaza oder gegen die Palästinenser. Da verliert man im palästinensischen Lager an Legitimation. Also der Vorwurf, der von israelischer Seite immer wieder kommt, okay, schaut euch diese Palästinenser an. Die sind alle Hamas-Leute. Hamas akzeptiert die Tatsache Israel nicht. Hamas will alle Juden ermorden. Wenn man sich mit Hamas identifiziert als Palästinenser, dann können Verhandlungen mit Palästinenser nicht stattfinden. Das heißt, das ist zweischneidig, dieses Schwert. Und da muss man sehen, wie es weitergeht. Also ist die Identifizierung mit Hamas so weit, oder kommt die so weit, dass Israel auf seine Position weiter beharren kann? Oder distanzieren sich die Palästinenser von Hamas oder mindestens von dieser Art von Kriegsführung der Hamas, um eine neue Phase der Verhandlungen zu ermöglichen? Das ist noch offen. Zwei Fragen habe ich noch aus dem Chat. Warum leben die Flüchtlinge von 1947 und ihre Nachfahren immer noch in Flüchtlingslagern? Man stelle sich vor, das wäre in Ostdeutschland noch so. Also warum ist das im Nahen Osten?
Eben, das ist der große Unterschied. Die Bundesrepublik Deutschland oder die DDR oder die Bundesrepublik Österreich. Waren unter Besatzung und die Flüchtlinge kamen und haben sich niedergelassen. Als sie selbstständig geworden sind, Staatsvertrag oder die Verträge mit der Bundesrepublik, also mit einem Teil der Westdeutschland und mit der DDR, haben sich diese Republiken dafür entschieden, die Flüchtlinge zu integrieren. Es gibt noch bis heute die Organisation der ehemaligen Flüchtlinge, Sudetdeutschen, Leute aus dem Baltikum, aus Schlesien, die sind auch als Landsmannschaft organisiert, aber die Absicht, wieder zurück dorthin zu kehren, weil sie eben Flüchtlinge sind, die wurde aufgegeben. Die Flüchtlinge wurden integriert. Die Politik der arabischen Staaten war eine ganz andere. Und daran liegt es. Den Status des Flüchtlings will man nicht aufgeben, weil das ein Druckmittel ist auf Israel. Und das gibt wiederum Israel ein Argument gegen jede Regelung mit den Palästinensern. Israel verlangt von den Palästinensern dasselbe zu tun wie eben die Flüchtlinge, die aus Osteuropa zurück nach Deutschland oder nach Österreich flohen. Dich zu integrieren dort, wo sie sitzen. Integrieren in Libanon, integrieren in Jordanien, integrieren in der Westbank und das zu akzeptieren, was sowieso schon gibt, dass es eine arabisch-palästinensische Minderheit in Israel gibt. Das heißt, es ist nicht die Entscheidung Israels. Und in diesem Fall kann man sagen, kann man sogar nicht Netanyahu dafür verantwortlich machen, dass die Flüchtlinge noch immer in Flüchtlingslager wohnen. Das ist die Entscheidung der arabischen Staaten. Das ist ein Status, der von der UNO sanktioniert wird. Es gibt ja eine besondere Agentur für die Flüchtlinge. Das heißt, die UNO praktiziert hier eine Politik, die dafür sorgt, dass Flüchtlinge, also der Flüchtlingsstatus und die Flüchtlingslager weiter existieren. Wenn Leute sich auch vorstellen, dass alle Flüchtlingslager so aussehen wie eine Ruine im Regen, also da muss man sich etwas besser belehren. Es gibt Flüchtlingslager, die modern gebaut sind, was ganz natürlich war, weil nicht alle Leute bereit sind, in Zelten oder in alten Gebäuden zu leben. Also das ist eben die lange Antwort auf die Frage, wie kommt es, dass noch immer von Flüchtlingslager der Palästinenser gesprochen wird? Ja, ich habe das einmal in Jordanien auch selbst gesehen. Ein Flüchtlingslager hat aber genau ausgeschaut wie ein normaler Stadtteil. Also das ist also nicht das, was wir uns vorstellen mit Zelten und dergleichen. Letzte Frage, ich bin auch froh darüber, weil ich habe es mir verkniffen, vorher das anzusprechen. Was ist Ihre Meinung zur Einstaatenlösung von Omri Boehm? Diese Lösung ist nicht so weit von der Zwei-Staaten-Lösung. Die Debatte war schon oder lief schon viel früher. Es gab die Diskussion im Zionismus schon vor 100 Jahren über den binationalen Staat. Also statt zwei Staaten, ein binationaler Staat. Die Idee kam vor allem aus ihrer Gegend. Also Juden, die aus Österreich-Ungarn kamen und die wussten Bescheid. In einem Staat
kann mehr als eine Nation leben. Also man sprach selbstverständlich von der K&K-Monarchie, die unser Vorbild ist, oder mindestens von dem, was auch nachher kam. Sagen wir mal die Tschechoslowakei. Tschechen, Slowaken, Sudetdeutschen können nebeneinander in einem binationalen oder drittnationalen Staat leben. Das war die Vorstellung damals. Wie ich eingangs schon erzählt habe, ist der Konflikt immer schärfer geworden und da hat man diese Idee aufgegeben. Aber auch wenn wir entlang dieser Linie gehen, die ich vorher illustriert habe, wir akzeptieren die Zwei-Staaten-Lösung, gehen aber dann sofort rüber zu einer praktischen Lösung. Ein Staat mit einer nationalen Minderheit, die jüdisch ist, ein Staat mit einer nationalen Minderheit, die arabisch ist. Man redet dann über die Wirtschaftspolitik. Zwei Wirtschaften sind eher unlogisch. Sowieso ist die Wirtschaft der Autonomiegebiete eigentlich identisch oder ein Teil der israelischen Wirtschaft geworden. Das heißt, es gibt sehr viele Elemente in Richtung Ein-Staat-Lösung. Also wenn wir im Prinzip die Zwei-Staaten-Lösung akzeptieren, kann die Dynamik dazu führen, dass wir am Ende ein Staat oder eine Föderation bekommen, in der die einen und die anderen nebeneinander wohnen, wo die Frage der Grenze nicht so sehr eine geografische Frage ist, sondern eher eine ethnische Frage. Also die einen, die zu dieser Ethnie gehören, versuchen ihre Einrichtungen zu schaffen, die anderen ihre Einrichtungen. Da muss man selbstverständlich über Verständigungen sprechen zwischen den beiden Komponenten. Aber wenn wir auf die Schweiz zum Beispiel schauen, da sehen wir mehrere, also drei Sprachen, drei unterschiedliche Kontingenten, aber die miteinander leben können. Dieser Satz ist selbstverständlich auch eine Lachnummer für die meisten Israelis. Ja, die lachen sich kaputt, wenn man die Schweiz im selben Atemzug erwähnt mit Israel und Palästina. Aber wenn Europa sich in diese Richtung entwickelt hat oder entwickeln konnte, könnte man vielleicht mindestens theoretisch etwas Ähnliches auch bei uns praktizieren. Kurz und gut, die Zwei-Staaten-Lösung ist die Einleitung zu oder könnte die Einleitung sein zu einer Ein-Staaten-Lösung. Genauso wie Europa bereit war, nach 1945 auf Teile der Souveränität der jeweiligen der Staaten zu verzichten, kann es auch in diesem Fall passieren. Am Ende kann man vielleicht für Europa die Vereinigten Staaten von Europa als Ziel sehen oder mindestens hat man gesehen, wie weit es gegangen ist bislang mit der Europäischen Union, mit dem Verzicht auf Souveränität und mit der Schaffung von gemeinsamen Mechanismen für das gesamte Gebilde. Ja, Moshe Zimmermann, vielen Dank für diesen doch optimistischen Ausblick, auch wenn der momentan noch Gelächter auslöst bei vielen. Vielleicht ist es doch die Richtung, in die sich Israel und Palästina bewegen kann. Ja, ich zitiere nur eine Meldung aus dem Chat. Besten Dank für so viel sachliche Informationen in so kurzer Zeit. Mein Eindruck ist genau auch der, dass wir jetzt wirklich zu einem sehr, sehr komplexen Thema, das nicht nur in Israel und Palästina allein relevant ist, sondern weltweit die wichtigen Dinge besprochen haben. Ich lese es jetzt auch in anderen Beiträgen. Vielen, vielen Dank, dass das möglich war, auch so in kurzer Zeit in dieser Form des Online. Ja, und ja, ich sage Also das, ich bedanke was mich sehr ja. herzlich, also für Ihre gründliche Arbeit, für das Gespräch als solche. Und ich bedanke mich bei den Zuhörern, dass sie geduldig genug blieben, um bis zum bitteren Ende dabei zu sein.